Schön, gutes Gespräch. Spaß gemacht. Danke dir. Ist auch gut. Es hätte ruhig länger sein können. Ja, Sandro, erstmal die allerwichtigste Frage direkt zuerst. Bist du denn selbst gut ins neue Jahr gekommen eigentlich? Ja, also würde ich behaupten, Urlaub war sehr gut. Finde, dass wir auch nach dem Köln-Spiel erstmal die Zeit sehr gut genutzt haben, also dass wir noch 3 Wochen Vorbereitung hatten, gut. Dann Urlaub gewesen, selbst in der Heimat gewesen, dann in Berlin gewesen. Also von daher früher war sehr gut, rundum gelungen. Auch Wachsgießen oder so gemacht, damit man schon mal sieht, wie das neue Jahr so wird? Nee, das haben wir nicht gemacht dieses Okay. Jahr. Wir haben die klassische Variante gewählt. Alles klar. Wie war denn jetzt so die erste Trainingswoche für dich hier? Ja, die erste Trainingswoche finde ich, dass wir sehr fleißig waren. So wie wir die Gruppe jetzt auch kennengelernt haben, muss man sagen, in den letzten Wochen und Monaten, dass wir sehr aktiv schon waren in unseren Inhalten. Schwerpunkt Offensivspiel, sehr gutes Miteinander, sehr gute Atmosphäre. Und gestern jetzt 2 erfolgreiche Testspiele absolviert haben. Und von daher sind wir, was die erste Woche betrifft, zufrieden mit dem Wissen, dass es immer weitergeht, was Entwicklung bedeutet, um dann auch gut präpariert zu sein für das erste Spiel dann in Bochum. Du hast jetzt auch schon so die Spiele angesprochen. Hat es denn da für dich auch direkt geklappt? Also ihr habt ja sowieso schon viel Umschaltspiel dann halt auch trainiert. Hat es da für dich auch gut geklappt? Im ersten Spiel war es, fand ich, waren es Phasen, wo es gut aussah, was Abläufe betrifft, auch was Positionsspiel betrifft, Raumaufteilung, Tiefenspiel. Da hatten wir auch schon gute Sequenzen gehabt in diesem Spiel. Zweites Spiel war dann sehr gut in vielen Bereichen dann auch, was Abschlusskonsequenz angeht, was Quote angeht in diesem Bereich. Von daher, die Inhalte, die wir trainiert haben, fand ich teilweise sehr gut umgesetzt, dann auch in den ersten beiden Spielen. Ja. Hattet ihr denn sonst auch noch so andere Schwerpunkte jetzt in der ersten Woche, also abgesehen so vom Ja. Umschaltspiel? Ja, du hast ja, also es war jetzt nicht nur Umschaltspiel, sondern auch unser Positionsspiel, Spielaufbau. All das, Boxbesetzung, ein wichtiges Thema dann auch, um die Angriffe dann erfolgreich auch zu Ende zu spielen. Und dennoch, wenn du die Offensive trainierst, logischerweise brauchst du auch die Defensive dazu. Und wenn dort dann der ein oder andere gravierende Stellungsfehler dann dabei ist, wird es natürlich auch gecoacht und dann auch sofort analysiert. Also im Prinzip, die Defensive bleibt schon immer wieder die Basis, die ist auch wichtig. Und aber darauf basierend brauchen wir die Entwicklungsschritte in unserem Offensivspiel, wo wir jetzt die ersten Wochen gut gearbeitet haben, athletisch gut gearbeitet haben, super Bedingungen hier und finde, dass wir dann ab morgen dann auch wieder loslegen können in die neue Woche. Jetzt haben ja auch in den Testspielen auch jüngere Spieler ihr Debüt gefeiert, also Tim Goller mit dabei, Pascal Clemens. Wie ordnest du das so ein, dass so die jungen Spieler sich jetzt hier auch mal so zeigen können? Also gerade Pascal Clemens hat das eine Tor gestern eingeleitet, Ja. noch gute Bälle gespielt. Ja, wichtig, finde auch was Kommunikation betrifft, Akademie über U23, Lizenzspielerabteilung, erstmal das. Und deswegen ist jedes Trainingslager auch dazu da, dann auch dem einen oder anderen Spieler die Möglichkeit zu geben. Jetzt haben wir uns im Tor mit Tim Goller dazu entschieden und dann auch Pascal Clemens, der das, wie du schon sagst, gut gemacht hat. Im ersten Spiel ein bisschen Anlauf. Schwierigkeiten hatte, was völlig normal ist, aber auf einer neuen Position, Sechserposition, ist gewohnt, bei der U19 als Kapitän Innenverteidiger zu spielen. Im zweiten Spiel schon sehr gut gemacht, an dem Tor beteiligt gewesen, gutes Passspiel gehabt, vertikales Passspiel gehabt. Ich finde, Trainingsleistungen sind sehr gut und auch vom Typ her kommt er gut an in der Gruppe und von daher ist es wichtig, dass du Trainingslager auch dazu hast, die ein oder anderen jungen Spieler dann zu integrieren, die du jetzt nicht im Alltag dann in Berlin immer siehst, dann in den Trainingseinheiten. Wie sieht jetzt so für dich denn die zweite Woche aus? Also geht man da so ein bisschen intensiver jetzt noch auf die Themen ein oder versucht man da jetzt neue Schwerpunkte zu setzen, dass man alles in allem so dieses Trainingslager aufnimmt? Ja, du gehst natürlich noch mal ins Detail in dem einen oder anderen Punkt rein. Jetzt morgen wird es Boxverteidigung sein, dann auch Flankenverhinderung ein wichtiges Thema. Um dort dann noch mehr Präsenz zu haben, dann auch was das Verteidigen angeht. Das wird morgen jetzt nochmal der Schwerpunkt sein in der Dienstagstrainingseinheiten in beiden. Dann haben wir Mittwoch die beiden Testspiele, wo jeder dann auch wieder die Möglichkeit hat zu spielen. Dann gehen wir Donnerstag ist dann nochmal Krafttraining angesagt. Freitag, Samstag nochmal Schwerpunkt Pressingverhalten. So gehen wir das an. Sind aber jetzt nie ganz neue Inhalte, sondern wo du einfach jetzt unabhängig vom Spiel jetzt, was am Wochenende ansteht, in der normalen Bundesliga-Saison
gehst du deine Prinzipien durch und das werden die Schwerpunkte jetzt nochmal sein. Die Testspiele hast du jetzt ja auch schon mal angesprochen. Wir haben ja da, wie du meinst, schon zwei, gerade auch gegen Millonarios. Die haben jetzt auch gerade letztes Jahr den kolumbianischen Pokal gewonnen. Also ist natürlich jetzt nicht so verkehrt. Gehst du es da irgendwie so ein bisschen anders an, weil jetzt ja die Gegner von gestern, die waren ja eher so aus den unteren Ligen, die stellen sich vielleicht ein bisschen mehr hinten rein. Jetzt Millonarios, schätzt jetzt, also ich kenne die jetzt noch nicht, aber vielleicht spielen die ein bisschen anders. Und wie stellst du dich da besonders ein? Ja, wir haben jetzt gegen Millonarios ist es so, dass wir dann auch zu den Testspielgegnern immer mal wieder ein paar Sequenzen dann noch haben, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Das stimmt. Und grundsätzlich ist es aber so bei den Testspielen, dass du klar dann auf das schaust, was du selbst machst. Ähnlich wie bei den Bundesligaspielen, aber nochmal angepasst dann logischerweise, was der Gegner veranstaltet. Und das wird jetzt auch dann nochmal gegen die dann auch so dieser Schwerpunkt sein, sein eigenes Spiel durchzudrücken. Und auch gestern die Testspiele, auch mit dem Wissen, dass du viel Ballbesitz hast, ist es dennoch auch der Anspruch in allen anderen Phasen des Spiels, also auch dann dein Pressingverhalten, Umschaltverhalten, dass du das dann schon auch in diesen einzelnen Momenten, die du vielleicht nicht so häufig hast dann in diesen Testspielen, dass du die dann aber auch zur Geltung bringst. Und jetzt kann man davon ausgehen gegen Millonarios, dass es eventuell ein offeneres Spiel wird, vielleicht mehr die Umschaltsituationen kommen und dennoch brauchst du die Lösungsmöglichkeiten dann auch in deinem Ballbesitz, in deinem Umschaltverhalten dann auch, wie wir es dann jetzt auch gestern gebraucht haben. Ist ja dann quasi auch so die Generalprobe, danach geht es ja dann eigentlich auch schon los. Also wir haben ja dann Bochum, Wolfsburg, Union, dann alles innerhalb von einer Woche. Wie gehst du insgesamt so die Rückrunde jetzt an? Ja, ist eine spannende englische Woche sofort. Auch neu für alle Mannschaften erstmal, dass du diese längere Vorbereitungszeit jetzt hattest vom letzten Bundesligaspiel letztes Jahr. Und jetzt ist erstmal der Fokus klar. Ich weiß, dass ich schon des Öfteren darauf angesprochen werde, was das Stadtderby angeht, Union. Und dennoch ist jetzt erstmal der Fokus, jetzt hier sehr gut zu arbeiten bis zum Ende des Trainingslagers und sich dann komplett darauf vorzubereiten, was VfL Bochum betrifft. Und die Ziele sind ja klar, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, dass wir den im hohen Maße fortführen wollen und mit der Punktzahl, das haben wir auch des Öfteren thematisiert, dass wir da nicht zufrieden sind, dass wir da auch sehr kritisch damit umgegangen sind, wie wir die Punkte hergeschenkt haben, dann auch gerade zum Ende des Spiels. Und dennoch finde ich, dass wir über weite Strecken, was die Saison betrifft, dass man schon erkennt, wie wir spielen wollen, was wir spielen wollen und wie wir miteinander umgehen. Und das sind alles jetzt wieder, das ist wieder der Prozess. Erster Spieltag dann, wenn es losgeht, beziehungsweise 16. Spieltag dann VfL Bochum, dass du dann sofort wieder bereit bist, 15.30 Uhr Anpfiff, alles klar, und die Fans im Kreuz zu haben im Auswärtsstadion und dann loszulegen. Dass man sich dann ordentlich auch einfach belohnen kann mit den Punkten. Ja, total, es gehört dazu, klar. Das ist, ich sag's immer wieder, dass wenn du einen hohen Aufwand betreibst und intensiven Fußball spielen willst und dann hoffentlich dann auch so tust, Woche für Woche, dass du dann auch die Belohnung haben möchtest. Und das wird der Anspruch sein, dass wir natürlich jetzt auch in Saisonphasen dann reinkommen, was das Ergebnis betrifft. Und das haben wir jetzt auch Anfang des Trainingslagers schon thematisiert, dass es ums Gewinnen geht, im hohen Maße ums Gewinnen geht. Und das hat man gestern gesehen. Jetzt haben wir am Mittwoch die zwei Testspiele. Und es wäre cool, wenn wir das dann auch gegen VfL Bochum dann auch sofort sehen würden, logischerweise. Ja, dann arbeiten wir jetzt einfach weiter dran und dann klappt das auch so. Genau so ist es. Ich danke dir. Ja, danke. Schön, gutes Gespräch. Spaß gemacht. Ist ja gut. Es hätte ruhig länger sein können.